Erebos von Ursula Poznanski. Vorwort. Es beginnt immer nachts. Nachts füttere ich meine Pläne mit Dunkelheit. Wenn es etwas gibt, worüber ich im Übermaß verfüge, so ist es Dunkelheit. Sie ist der Boden, auf dem gedeihen wird, was ich wachsen lassen möchte. Schon immer hätte ich vor die Wahl gestellt, die Nacht dem Tag vorgezogen und den Keller dem Garten. Nur nach Sonnenuntergang wagen sich meine verkrüppelten Ideenwesen aus ihren Bunkern, um eisige Luft zu atmen. Sie warten darauf, dass ich ihren missgestalteten Körpern eine eigene, groteske Schönheit verleihe. Ein Köder muss schön sein, damit die Beute den Haken erst bemerkt, wenn er tief im Fleisch sitzt. Meine Beute. Fast möchte ich sie umarmen, ohne sie zu kennen. In gewisser Weise werde ich das tun. Wir werden eins sein, in meinem Geist. Ich muss die Dunkelheit nicht suchen. Sie ist immer um mich. Ich verströme sie wie meinen Atem. Wie die Ausdünstung meines Körpers. Mittlerweile meidet man mich. Das ist gut. Sie alle schleichen um mich herum, wispernd, unbehaglich, angstvoll. Sie denken, es ist der Gestank, der sie fernhält. Doch ich weiß, es ist die Dunkelheit. Kapitel 1. Schon 3:10 und noch keine Spur von Colin. Nick ließ den Basketball auf dem Asphalt aufschlagen, fing ihn einmal mit der rechten, dann mit der linken, dann wieder mit der rechten Hand auf. Ein kurzes, singendes Dröhnen bei jeder Bodenberührung. Er bemühte sich, den Rhythmus zu halten. Noch 20 Mal. Wenn Colin dann nicht hier war, würde Nick allein zum Training gehen. 5, 6. Es sah Colin nicht ähnlich, ohne Erklärung wegzubleiben. Er wusste genau, wie schnell man aus Trainer Bethanys Team flog. Colins Handy war auch nicht an. Er hatte garantiert wieder vergessen, den Akku zu laden. 10, 11. Aber dass er auch Basketball vergaß, seine Kumpels, sein Team? 18, 19, 20. Kein Colin. Nick seufzte und klemmte sich den Ball unter den Arm. Auch gut, dann würden die meisten Körbe heute endlich mal auf sein eigenes Konto gehen. Das Training war hammerhart und Nick nach 2 Stunden Schweiß gebadet. Mit schmerzenden Beinen humpelte er unter die Dusche, stellte sich in den heißen Wasserstrahl und schloss die Augen. Colin war nicht mehr aufgetaucht und Bethany war wie erwartet ausgeflippt. Seinen Ärger hatte er zur Gänze an Nick ausgelassen, als sei der schuld an Colins Fernbleiben. Nick verteilte Shampoo auf seinen Kopf und wusch sein, in Trainer Bethanys Augen, viel zu langes Haar, das er anschließend mit einem ausgeleierten Gummiring zu einem Zopf zusammenband. Er war der Letzte, der die Sporthalle verließ. Draußen wurde es bereits dunkel. Während er die Rolltreppe zur U-Bahn hinunterfuhr, holte Nick sein Handy aus der Tasche und drückte die Kurzwahl, unter der er Collins Nummer gespeichert hatte. Nach dem 2. Läuten sprang die Mailbox an und Nick legte auf. Blickte auf, ohne eine Nachricht hinterlassen zu haben. Mom lag auf der Couch, las eine ihrer Frisurenfachzeitschriften und sah gleichzeitig fern. »Heute gibt's noch Hot Dogs«, erklärte sie, kaum dass Nick die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Ich bin total erledigt. Kannst du mir ein Aspirin aus der Küche bringen?« Nick ließ seine Sporttasche in die Ecke fallen und warf eine Aspirin-Plus-C-Tablette in ein Glas mit Wasser. »Hot Dogs. Toll.« Er war am Verhungern. »Ist Dad nicht zu Hause?« »Nein, der kommt später. Ein Kollege hat Geburtstag.« Ohne viel Hoffnung scannte Nick den Kühlschrank auf etwas Erfreulicheres als Würstchen. Die Pizzareste von gestern zum Beispiel. Wurde aber nicht fündig. »Was sagst du zu der Sache mit Sam Lawrence?« rief Mom aus dem Wohnzimmer. »Wahnsinn, oder?« »Sam Lawrence?« Der Name kam ihm bekannt vor, aber er konnte kein Gesicht damit verbinden. Wenn er so müde war wie heute, gingen ihm die verschlüsselten Nachrichten seiner Mutter gehörig auf die Nerven. Er servierte ihr den gewünschten Antikopfschmerz-Cocktail und überlegte, ob er nicht auch eine Tablette einwerfen sollte. »War dir dabei, als sie ihn geholt haben?« »Mrs. Gillinger hat mir die Geschichte heute erzählt, während ich ihr Strähnchen gefärbt habe. Sie arbeitet mit der gleichen Firma wie Sams Mutter.« »Hilf mir auf die Sprünge.
Sam Lawrence geht auf meine Schule? Mom beäugt ihn missbilligend. Na sicher, nur 2 Jahre unter dir. Wurde jetzt vom Unterricht suspendiert. Hast du die ganze Aufregung nicht mitbekommen? Nein, das hatte Nick nicht. Aber seine Mutter setzt ihn gern und ausführlich ins Bild. Sie haben Waffen in seinem Spind gefunden. Waffen! Angeblich waren es eine Pistole und 2 Springmesser. Wo hat denn 15-Jähriger eine Pistole her? Kannst du mir das verraten? Nein, antwortete Nick wahrheitsgemäß. Ihm war der ganze Skandal, wie seine Mutter es nannte, entgangen. Er dachte an die Amokläufe in amerikanischen Schulen und schüttelte sich unwillkürlich. Gab es wirklich so kranke Typen bei ihm? Es juckte ihn in den Fingern, Colin anzurufen. Der wusste vielleicht mehr darüber. Aber Colin hob ja nicht ab, der volle Sack. War vielleicht besser, denn wahrscheinlich übertrieb Mom wieder mal gehörig und dieser Sam Lawrence hatte bloß eine Wasserpistole und ein Taschenmesser dabei gehabt. Es ist schon schlimm, was alles schiefgehen kann, während die Kinder groß werden, sagte seine Mutter in seinen mit diesem Blick an, der mein Schnuckelhase sagte. Mein Kleiner, mein Baby, du würdest so etwas doch nicht tun. Es war dieser Ausdruck, den Nick immer wieder überlegen ließ, ob er vielleicht doch zu seinem Bruder ziehen sollte. Warst du krank gestern? Bethany hat vielleicht geflucht. Nein, alles okay. Collins gerötete Augen fixierten die Wand des Schulkorridors neben Nicks Kopf. Sicher? Du siehst scheiße aus. Sicher, hab bloß nicht viel geschlafen letzte Nacht. Ganz kurz streifte Collins Blick Nicks Gesicht, um sich dann wieder beharrlich an die Wand zu heften. Nick unterdrückte einen Schnauben. Wenig Schlaf hatte Colin noch nie etwas ausgemacht. Warst du unterwegs? Colin schüttelte den Kopf. Seine Rasterlocken schwanken hin und her. Gut, aber falls dein Dad ist, der mal wieder... Es ist nicht mein Dad, okay? Colin drückte sich an Nick vorbei und ging ins Klassenzimmer. Setzte sich aber nicht an seinen Platz, sondern schlenderte hinüber zu Dan und Alex, die am Fenster standen, total vertieft in ihr Gespräch. Dan und Alex? Nick blinzelte ungläubig. Die beiden waren so uncool, dass Colin sie immer nur die Häkelschwester nannte. Häkelschwester 1, Dan, war deutlich zu kurz geraten und man hatte den Eindruck, er versuche das durch seinen besonders fetten Hintern wettzumachen, an dem er sich gern kratzte. Bei Häkelschwester 2, Alex, wechselte, kaum dass man ihn ansprach, die Gesichtsfarbe in rekordverdächtiger Geschwindigkeit von Stubenhockerweiß zu Stoppschildrot. Jedes Mal. Hatte Colin vor, sich bei den beiden als Häkelschwester Nummer 3 zu bewerben? Das kapiere ich nicht, murmelte Nick. Selbstgespräche? Hinter ihm war Jamie aufgetaucht, patschte mit der Hand auf die Schulter und ließ seine zerfledderte Tasche quer durch den Klassenraum schlittern. Er grinste Nick an und zeigte dabei eine Reihe der schiefsten Zähne, die er an der Schule zu finden war. Selbstgespräche sind ein schlechtes Zeichen, eines der ersten Anzeichen für Schizophrenie. Hörst du auch schon Stimmen? Quatsch! Nick versetzte Jamie einen freundschaftlichen Rempler. Aber Colin verbrüdert sich mit den Häkelschwestern. Er sah noch einmal hin und stutzte. Halt, da war keine Verbrüderung im Gange, sondern eine Unterwerfung. Colin hatte einen noch nie dagewesenen, flehenden Gesichtsausdruck aufgesetzt. Unwillkürlich ging Nick ein paar Schritte näher. Verstehe nicht, was dabei ist, wenn du mir ein paar Tipps gibst, hörte er seinem Freund sagen. Das geht nicht. Stell dich nicht so an. Du weißt es selbst, sagte Dan und verschränkte die Arme vor seinem Hängebauch. Auf der Krawatte seiner Schuluniform klebt ein Dotterriss vom Frühstücksei. Hey, komm, nichts Großartiges. Ich verpfeif dich auch nicht. Während Alex zweifelnd zu Dan blickte, stand diesen die Freude an der Situation deutlich ins Gesicht geschrieben. Vergiss es, du bist doch sonst so großkotzig. Sieh selbst zu, wie du da rauskommst. Wenigstens. Nein, halt endlich die Klappe, Colin. Gleich. Gleich würde Colin Dan an den Schultern nehmen und ihn quer über den Gang sägen lassen. Gleich. Doch Colin senkte nur den Kopf und betrachtete seine Schuhspitzen. Da war was faul. Nick schlenderte Richtung Fenster und gesellte sich zu der Dreiergruppe dazu. Na, was läuft bei euch? Brauchst du irgendwas? Fragte Dan angriffslustig. Nick sah zwischen ihm und den anderen beiden hin und her. Nicht von dir, antwortete er. Nur von Colin. Bist du blind? Der unterhält sich gerade. Nun blieb Nick doch die Luft weg. Wie redete der mit ihm? Ach wirklich, Dan, sagte er langsam. Worüber könnte er sich mit dir unterhalten? Über Häkelmuster? Colin warf ihm einen hastigen Blick aus seinen schwarzen Augen zu, sagte aber kein Wort. Wäre seine Haut nicht so dunkel gewesen,
Nick hätte schwören können, dass er rot angelaufen war. Es durfte doch nicht wahr sein. Hatte Colin Dreck am Stecken und Dan wusste davon? Erpresste er ihn? Colin, sagte Nick laut, Jamie und ich treffen uns nach der Schule mit ein paar Leuten am Camden Lock. Bist du dabei? Es dauerte lange, bis Colin antwortete. Weiß noch nicht, sagte er, den Blick angestrengt aus dem Fenster gerichtet. Rechnet besser nicht mit mir. Dan und Alex wechselten einen vielsagenden Blick, der Nicks Magengrube nervös kribbeln ließ. Worum geht es hier eigentlich? Er nahm seinen Freund bei der Schulter. Colin? Hey, was ist los? Es war Dan, der lächerliche Klops, der Nicks Hand von Collins Schulter nahm. Nichts, was dich angeht. Nichts, wovon du was verstehst. Um 17:30 war die Northern Line voll bis auf den letzten Stehplatz. Nick und Jamie, auf dem Weg ins Kino, standen eingequetscht zwischen müden, schwitzenden Leuten. Immerhin ragte Nick über die Massen hinaus und bekam unverbrauchte Luft, während Jamie rettungslos zwischen einem Anzugträger und einer großbusigen Matrone eingekeilt war. »Und ich sage dir, da stimmt was nicht«, beharrte Nick. »Dan hat Colin behandelt wie seinen Laufburschen und mich wie ein Kleinkind.« »Das nächste Mal«, Nick hielt inne. »Was würde er das nächste Mal tun? Denn eins auf die Nase hauen?« »Das nächste Mal zeige ich ihm, wo es lang geht«, beendete er seinen Satz. Jamie zuckte mit einer Schulter. Für mehr Bewegung war kein Platz. »Ich glaube, du redest dir da was ein«, sagte er gleichmütig. »Vielleicht hofft Colin, dass Dan ihm in Spanisch hilft. Er gibt vielen Leuten Nachhilfe.« »Nein, das war's nicht. Du hättest sie hören sollen.« »Dann hackt er vielleicht was aus?« Jamies Grinsen dehnte sich weiter, bis an die Backenzähne. »Er verarscht die beiden, verstehst du? So wie damals, als er Alex eingeredet hat, dass Michelle auf ihn spielt. Das war Spaß für Wochen.« Wider Willen musste Nick lachen. Colin war so überzeugend gewesen, dass Alex die schüchterne Michelle regelrecht verfolgt hatte. Natürlich flog die Sache auf und Alex gelang für ein paar Tage lang der Farbwechsel nicht mehr. Er blieb durchgehend knallrot. »Ja, es ist 2 Jahre her, da waren wir gerade mal 14, sagte Nick, und das war kindischer Schwachsinn. Die Waggontüren glitten auf, ein paar Leute stiegen aus und ungleich mehr drängten herein. Eine junge Frau mit hohen Absätzen trat Nick mit ihrem vollen Gewicht auf den Fuß und der Schmerz vertrieb für die nächsten Minuten jeden Gedanken an Collins seltsames Verhalten. Erst später, als sie im dunklen Kinosaal saßen und Werbespots über die riesige Leinwand liefen, hatte Nick wieder das Bild von Colin an der Seite der beiden Freaks vor Augen. Alex eifriger, leuchtender Blick, Dans überlegenes Grinsen, Collins Verlegenheit. Da ging es nicht um Nachhilfe. Nie im Leben. Das ganze Wochenende über war von Colin nichts zu sehen und zu hören. Und auch am Montag sprach mit Nick nur das Nötigste. Immer schien er auf dem Sprung zu sein. In einer der Pausen beobachtete Nick ihn dabei, wie er Jerome etwas zusteckte. Etwas Dünnes aus spiegelndem Plastik. Jerome sah milde interessiert aus, während Colin auf ihn einredete, dabei hektisch gestikulierte und sich dann wieder davonmachte. »Hey, Jerome«, Nick ging auf ihm zu, betont gut gelaunt. »Sag mal, was hat Colin dir gerade gegeben?« Schulterzucken. »Nichts Besonderes. Zeig doch mal her.« Ein Moment lang sah es so aus, als wolle Jerome in seine Jackentasche greifen, bevor er sich eines Besseren besann. »Wieso interessiert dich das?« »Nur so, reine Neugierde.« »Ist nichts Wichtiges. Und überhaupt, frag doch Colin.« Damit drehte Jerome sich um und gesellte sich zu ein paar Leuten, die eben die aktuellen Fußballergebnisse diskutierten. Nick holte seine Englischbücher aus dem Spind und schlenderte in die Klasse, wo sein Blick wie immer zuerst an Emily hängen blieb. Sie zeichnete, konzentriert, mit gesenktem Kopf. Ihr dunkles Haar hing bis aufs Papier hinunter. Er riss sich von dem Anblick los und steuerte auf Collins Pult zu. Doch dort thronte Hickels Schwester Alex. Er und Colin steckten die Köpfe zusammen und flüsterten. »Du kannst mich mal«, murmelte Nick düster. Am nächsten Tag kam Colin nicht zur Schule. »Da kann alles möglich hier im Busch sein.« »Hey, normalerweise bin ich doch der Misstrauische von uns beiden.« Jamie knallte wie zur Bekräftigung die Tür seines Spinnens zu. »Hast du dir schon überlegt, ob Colin vielleicht verknallt ist? Da fangen die meisten an zu spinnen.« Jamie verdrehte die Augen. »In Gloria zum Beispiel.
Wer weiß, oder Brianne? Nein, die schmachtet ja bloß nach dir, Nick, alter Frauenheld. Nick hörte nur mit halbem Ohr hin, denn ein Stück den Gang entlang, vor den Toiletten, standen zwei Jungs aus der siebten. Dennis und einer, dessen Name Nick partout nicht einfiel. Jedenfalls rittete Dennis hektisch auf den anderen ein, wobei ihm etwas unter der Nase hielt. Ein schmales, quadratisches Päckchen. Der Anblick kam Nick sehr bekannt vor. Der andere grinste und ließ das Ding betont unauffällig in seiner Tasche verschwinden. Vielleicht ist Colin auch in die süße Emily Carver verschossen, mutmaßte Jamie munter weiter. An der beißt er sich die Zähne aus. Da wäre seine Laune kein Wunder. Aber in unser Liebling Helen! Jamie klapste dem fülligen Mädchen, das sich eben an ihm vorbei in die Klasse zwängen wollte, kräftig aufs Hinterteil. Helen fuhr herum und versetzte ihm einen Stoß, der ihn über den halben Korridor beförderte. Finger weg, Arschloch! Zischte sie. Nach der ersten Schrecksekunde hatte Jamie sich schnell wieder im Griff. Aber ja, obwohl es mir bei deinem Anblick echt schwerfällt. Ich stehe wie verrückt auf Pick und Fetch warten. Lass sie in Ruhe, sagte Nick. Jamie sah verblüfft aus. Was ist denn mit dir los? Bist du seit neuestem bei Greenpeace? Rettet die Walrosse oder so? Nick antwortete nicht. Jamies Witze auf Helens Kosten hinterließen bei ihm immer das Gefühl, jemand schösse mit Feuerwerkskörpern auf Benzinkanister. Im Fernsehen liefen die Simpsons. Nick saß in seiner Jogginghose auf der Couch und löffelte lauwarme Ravioli aus der Dose. Mom war noch nicht da. Sie musste es eilig gehabt und wieder mal schlampig gepackt haben, denn die Hälfte ihrer Werkzeugkiste lag verstreut auf dem Wohnzimmerboden. Nick war beim Reinkommen auf einen Lockenwickler getreten und hätte sich fast der Länge nach hingelegt. Chaos, Mom. Dad schnarchte im Schlafzimmer und hatte das »Bitte nicht stören, schlafe auf Vorrat« Schild an die Wand gehängt. Die Ravioli-Dose war leer und Homer fuhr eben sein Auto gegen einen Baum. Nick gähnte. Die Folge kannte er schon. Außerdem musste er sowieso gleich zum Basketballtraining. Ohne große Begeisterung packte er seine Sachen zusammen. Vielleicht tauchte wenigstens Colin heute auf, nachdem er schon das letzte Training verpasst hatte. Ihn anzurufen und zu erinnern, konnte jedenfalls nicht schaden. Nick versuchte es dreimal, doch es meldete sich nur die Mailbox und die hörte Colin bekanntermaßen nur alle Schaltjahre ab. Wer das Spiel nicht ernst nimmt, hat in der Mannschaft nichts zu suchen. Bethanys Gebrüll führte mühelos die Sporthalle. Die Mitglieder des deutlich dezimierten Teams starrten betreten auf ihre Schuhe. Bethany schrie die Falschen an. Immerhin waren sie zum Training erschienen. Aber sie waren 8 statt 17. Mit 8 Spielern konnte man keine Mannschaften bilden. Ein Spielerwechsel brauchte man nicht einmal zu denken. Colin war natürlich nicht gekommen, aber auch Jerome fehlte. Merkwürdig. Was ist los mit diesen Versagern? Sind die alle krank? Rasiert in der Gegend gerade die akute Hirnerweichung? Bald würde Bethany heiser sein, hoffte Nick. Wenn der jetzt immer so mies drauf ist, bleibe ich das nächste Mal auch zu Hause, murmelte er und durfte zur Belohnung 25 Liegestütze machen. Auf dem Weg nach Hause rief Nick noch zweimal bei Colin an. Ohne Erfolg. Verdammt. Warum war er eigentlich so unruhig? Nur weil Colin sich bescheuert benahm? Nein, befand er nach kurzem Nachdenken. Bescheuert wäre okay gewesen. Aber wie es aussah, hatte Colin Nick von einem Tag auf den anderen völlig aus seinem Leben gestrichen. Da musste er ihm zumindest erklären, warum. Zu Hause angelangt, lief er in sein Zimmer und warf sich in den wackeligen Drehstuhl vor seinem Schreibtisch. Er fuhr den Computer hoch und öffnete sein Mailprogramm. Von Nick Dunmore an Colin Harris. Betreff? Alles okay bei dir? Hey Alter, bist du krank oder was stimmt nicht? Habe ich dich beleidigt oder so? Wenn ja, war es keine Absicht. Und sag mal, was ist das zwischen dir und Dan? Der Typ ist echt seltsam. Da waren wir uns doch einig. Bist du morgen wieder in der Schule? Wenn es Probleme gibt, lass uns drüber reden. See you. Nick. Er klickte auf Senden. Dann öffnete er seinen Browser und ging in den Chat des Basketballvereins. Aber niemand war da. Also surfte er hinüber zu DeviantArt. Zu Emily. Er sah nach, ob sie einen neuen Manga oder ein Gedicht auf der Webseite gestellt hatte. Sie war unglaublich begabt. Heute fand er zwei neue Skizzen, die er auf seiner Festplatte speicherte, und einen kurzen Blog-Eintrag. Vor dem Lesen zögerte er. Er musste jedes Mal eine unsichtbare Schranke überwinden, denn er wusste, das hier war nicht für ihn bestimmt. Emily hatte sich bemüht, anonym zu bleiben, aber sie hatte geschwätzte Freundinnen.
Er schüttelte den Gedanken ab. Hier, auf dieser Seite, war er ihr nah, als ob er sie im Dunkeln berühren würde. In ihrem Blog schrieb Emily, dass ihr Kopf sich leer anfühlte. Sie wünschte sich hinaus aufs Land, weg von diesem riesigen Moloch London. Nick empfand ihre Worte wie Stiche. Es war undenkbar, dass Emily seine Stadt und sein Leben verließ. Er las den Eintrag dreimal, bevor er die Seite zuklickte. Nochmal E-Mails checken. Kein Wort von Colin. Auch kein neuer Tweet. Seit Tagen schon nicht. Nick seufzte, knallte die Maus etwas härter als nötig auf den Schreibtisch und fuhr seine Kiste runter. Chemie war eine Strafe des Schicksals. Mit wachsender Verzweiflung hing Nick über seinem Buch und versuchte, die Aufgabe zu kapieren, die Mrs. Ganter ihn für diese Stunde aufs Auge gedrückt hatte. Wenn wenigstens ein C am Ende des Jahres genügt hätte. Aber unter einem B ging gar nichts und eigentlich musste es ein A werden. Medizin Yunis nahm keinen Chemienieten auf. Er blickte hoch. Vor ihm saß Emily. Ihr dunkler Zopf fiel über den Rücken. Keiner dieser schmalen Elfenrücken, sondern einer, dem man das Schwimmtraining ansah. Ebenso wie ihren Beinen, die lang waren und sehnig und... Er schüttelte den Kopf, wie um seine Gedanken an den richtigen Platz zurückzuzwingen. Verdammt! Wie viel Mol waren nochmal 19 Gramm CH4? Viel zu schnell läutete es zum Ende der Stunde. Als einer der Letzten gab Nick sein Blatt ab, überzeugt davon, dass Mrs. Ganter nicht erfreut sein würde. Emily war schon gegangen. Nick hielt automatisch nach ihr Ausschau und deckte sie tatsächlich nur wenige Meter den Gang entlang. Sie redete mit Rashid, dessen enorme Nase einen schnabelartigen Schatten an die Wand warf. Nick schlenderte ein paar Schritte näher, tat so, als würde er etwas in seiner Mappe suchen. »Du darfst keinem sagen, verstehst du?« Rashid hielt Emily etwas entgegen, ein flaches Päckchen, in Zeitungspapier eingeschlagen. Quadratisch. Schon wieder. »Das ist wichtig. Du wirst staunen. Es ist einfach der Hammer.« Die Skepsis in Emilys Gesicht sprach Bände. »Ich habe keine Zeit für solche Spinnereien.« Nick blieb ein Stück abseits stehen und studierte angestrengt die Anschlagetafel des Schachclubs. »Keine Zeit. So ein Quatsch. Probier es. Ihr.« Ein Seitenblick verriet Nick, dass Rashid Emily sein Zeitungspäckchen entgegenhielt, doch sie nahm es nicht an. Sie machte einen Schritt zurück, schüttelte den Kopf und ging. »Schenk es jemand anderem«, rief sie Rashid über die Schulter hinweg zu. »Ja, schenk es mir«, dachte Nick. Was war nur los? Wieso sprach keiner über diese Päckchen, die die Runde machten? Und wieso zum Teufel hatte er noch keins davon? Er war doch sonst so immer auf dem Laufenden. Nick beobachtete Rashid, der sein Päckchen in der Jackentasche verstaut hatte und den Gang entlang schlurfte. Nun steuerte er auf Brian zu, die sich eben von einer Freundin verabschiedete. Er sprach sie an, er zog das Päckchen aus der Tasche. »Und starrst du so verträumt?« Eine Hand patschte kräftig auf Nicks Schulter. »Jamie.« »Wie war die grauenvolle Chemiestunde?« »Grauenvoll«, murmelte Nick. »Was dachtest du?« »Ich wollte es nur aus erster Hand hören.« Ein paar Leute waren mitten im Korridor stehen geblieben und versperrten die Sicht auf Brian und Rashid. Nick ging näher, doch da war die Transaktion auch schon gelaufen. Rashid machte sich in seinem typischen schleppenden Gang davon, doch Brian verschwand um die nächste Ecke. Chemie war eine Strafe des Schicksals. Mit wachsender Verzweiflung hing Nick über seinem Buch und versuchte, die Aufgabe zu kapieren, die Mrs. Ganter ihn für diese Stunde aufs Auge gedrückt hatte. Wenn wenigstens ein C am Ende des Jahres genügt hätte. Aber unter einem B ging gar nichts und eigentlich musste es ein A werden. Medizin Yunis nahm keinen Chemienieten auf. Er blickte hoch. Vor ihm saß Emily. Ihr dunkler Zopf fiel über den Rücken. Keiner dieser schmalen Elfenrücken, sondern einer, dem man das Schwimmtraining ansah. Ebenso wie ihren Beinen, die lang waren und sehnig und... Er schüttelte den Kopf, wie um seine Gedanken an den richtigen Platz zurückzuzwingen. Verdammt! Wie viel Mol waren nochmal 19 Gramm CH4? Viel zu schnell läutete es zum Ende der Stunde. Als einer der Letzten gab Nick sein Blatt ab, überzeugt davon, dass Mrs. Ganter nicht erfreut sein würde. Emily war schon gegangen. Nick hielt automatisch nach ihr Ausschau und deckte sie tatsächlich nur wenige Meter den Gang entlang. Sie redete mit Rashid, dessen enorme Nase einen schnabelartigen Schatten an die Wand warf. Nick schlenderte ein paar Schritte näher, tat so, als würde er etwas in seiner Mappe suchen. »Du darfst keinem sagen, verstehst du?« Rashid hielt Emily etwas entgegen, ein flaches Päckchen,
in Zeitungspapier eingeschlagen. Quadratisch. Schon wieder. Das ist wichtig. Du wirst staunen. Es ist einfach der Hammer. Die Skepsis in Emilys Gesicht sprach Bände. Ich habe keine Zeit für solche Spinnereien. Nick blieb ein Stück abseits stehen und studierte angestrengt die Anschlagetafel des Schachclubs. Keine Zeit. So ein Quatsch. Probier es. Ihr. Ein Seitenblick verriet Nick, dass Rashid Emily sein Zeitungspäckchen entgegenhielt. Doch sie nahm es nicht an. Sie machte einen Schritt zurück, schüttelte den Kopf und ging. Schenk es jemand anderem, rief sie Rashid über die Schulter hinweg zu. Ja, schenk es mir, dachte Nick. Was war nur los? Wieso sprach keiner über diese Päckchen, die die Runde machten? Und wieso zum Teufel hatte er noch keins davon? Er war doch sonst so immer auf dem Laufenden. Nick beobachtete Rashid, der sein Päckchen in der Jackentasche verstaut hatte und den Gang entlang schlurfte. Nun steuerte er auf Brian zu, die sich eben von einer Freundin verabschiedete. Er sprach sie an, er zog das Päckchen aus der Tasche. Wünsch, dass du so verträumt. Eine Hand patschte kräftig auf Nicks Schulter. Jamie. Wie war die grauenvolle Chemiestunde? Grauenvoll, murmelte Nick. Was dachtest du? Ich wollte es nur aus erster Hand hören. Ein paar Leute waren mitten im Korridor stehen geblieben und versperrten die Sicht auf Brian und Rashid. Nick ging näher, doch da war die Transaktion auch schon gelaufen. Rashid machte sich in seinem typischen, schleppenden Gang davon und auch Brian verschwand um die nächste Ecke. Na Mist, fluchte Nick. Was ist denn los? Ach, irgendwas ist im Busch. Letztens hat Colin Jerome etwas zugesteckt und sie haben unheimlich geheimnisvoll getan. Eben hat Rashid es bei Emily versucht. Die hat ihn abblitzen lassen. Also hat er Brian angequatscht. Er fuhr sich mit der Hand über das zurückgebundene Haar. Den Rest habe ich verpasst. Ich wüsste zu gern, worum es da geht. CDs, sagte Jamie nüchtern. Irgendwelche Raubkopien, schätze ich. Ich habe heute schon zweimal gesehen, wie jemand einen anderen in die Ecke gezerrt und ihm eine CD aufgeschwatzt hat. Ist doch egal, oder? CDs. Das würde auch zu dem Format von Rashids Päckchen passen. Eine Raubkopie, die von Hand zu Hand ging. Vielleicht Musik, die auf dem Index stand. Dann wäre es kein Wunder, dass Emily nichts davon hatte wissen wollen. Ja, das war möglich. Der Gedanke besänftigte Nicks Neugier ein wenig. Allerdings, wenn es nur eine CD war, warum hörte man nichts darüber? Das letzte Mal, als ein verbotener Film die Runde gemacht hatte, war er Tagesgespräch gewesen. Wer ihn schon gesehen hatte, erging sich in ausschweifenden Schilderungen, während die anderen neidererfüllt lauschten. Aber jetzt? Als würde stille Post gespielt, als würde eine geheime Parole die Runde machen. Die Eingeweihten schwiegen, flüsterten, sonderten sich ab. Nachdenklich schlug Nick den Weg zur Englischklasse ein. Die folgende Stunde war ziemlich langweilig. Er hing seinen Gedanken nach und so merkte er erst nach 20 Minuten Unterricht, dass nicht nur Colin, sondern auch Jerome heute fehlte. Warmes Herbstlicht fiel auf Nicks Schreibtisch und färbte das Chaos aus Büchern, Heften und zerknitterten Arbeitsblättern golden. Das Englisch-Essay, über dem Nick seit einer halben Stunde brütete, war gerade mal 3 Sätze lang. Dafür war der Seitenrand übersät mit Kringeln, Blitzen und Wellenlinien. Mist, er konnte sich einfach nicht konzentrieren. Ständig gerieten seine Gedanken auf Abwege. In der Küche hörte er Mom rumoren und den Radiosender wechseln. Whitney Houston sang »I will always love you«. Womit hat er eigentlich das verdient? Er pfefferte seinen Stift auf den Schreibtisch, sprang auf und knallte die Tür zu. So ging es nicht weiter. Er bekam einfach diese CDs nicht aus dem Kopf. Wieso hatte er noch keine davon? Und wieso erzählt ihm niemand etwas darüber? Wieder einmal versuchte er, Colin anzurufen. Doch der hob »Überraschung« nicht ab. Nick hinterließ ihm ein paar grobe Worte auf der Mailbox, scrollte weiter bis zu Jeromes Nummer und drückte auf »Wählen«. Das Freizeichen ertönte einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde die Verbindung weggedrückt. »Verdammt nochmal«, Nick atmete tief durch. »Das war doch lächerlich.« Er setzte zu einer schwungvollen Bewegung an, mit der er sein Handy in den Rucksack schleudern wollte, hielt aber plötzlich inne. Eine Idee kitzelte ihn mit federleichten Flügeln. Er hat auch Emilys Nummer hier gespeichert. Bevor ihm zu viele Gründe einfallen konnten, warum er es nicht besser tun sollte, hatte er auch schon gewählt. Wieder drang das Freizeichen an sein Ohr. Einmal. Einmal. Zweimal.
Hallo? Emily? Ich bin's, Nick. Ich wollte dich nur etwas fragen. Es geht um heute in der Schule. Er kniff die Augen zusammen, atmete durch. Wegen der Chemiearbeit? Nein, ich habe zufällig gesehen, dass Rashid dir etwas geben wollte. Kannst du mir sagen, was das war? Es dauerte einige Sekunden, bis Emily antwortete. Wieso? Naja, es ist, weil... Ein paar Leute benehmen sich komisch in letzter Zeit. Es fehlen auch sehr viele in der Schule. Ist dir das schon aufgefallen? Na also, endlich bekam er ganze Sätze heraus. Und ich glaube, es hat etwas mit diesen Dingern zu tun, die Runde machen. Darum, du verstehst schon. Ich würde gerne wissen, worum es da geht. Weiß ich selbst nicht. Hat Rashid dir nichts darüber gesagt? Nein, er hat mich ausgefragt. Wollte Dinge über meine Familie wissen, die ihn überhaupt nichts angehen. Ob sie mir viele Freiheiten lassen und so. Sie lachte kurz und freudlos auf. Und ob ich einen eigenen Computer habe. Aha. Nick mühte sich vergeblich, aus diesen Informationen schlau zu werden. Hat er gesagt, wozu du den Computer brauchen würdest? Nein, er meinte nur, dass er mir etwas ganz Einmaliges geben würde. Besser als alles, was mir bisher untergekommen ist. Und dass ich es mir allein ansehen soll. Emilys Tonfall war deutlich zu entnehmen, was sie von der Sache hielt. Er war ziemlich hektisch und aufdringlich. Aber das hast du ja gesehen. Der letzte Satz klang schnippisch. Nick fühlte, wie er errötete. Hab ich, sagte er. Eine Pause trat ein. Was denkst du, was es ist? Fragte Emily schließlich. Keine Ahnung. Ich werde Colin fragen, wenn er wieder in der Schule ist. Oder, ich meine, vielleicht hast du eine bessere Idee. Es blieb still in der Leitung. Nein, sagte Emily dann. Ehrlich gesagt, ich habe mir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Vor seinem nächsten Satz holte Nick tief Luft. Möchtest du es wissen, falls ich es herausfinde? Nur, wenn es interessant ist, natürlich. Ja, sicher, sagte Emily. Klar, nur jetzt muss ich aufhören. Ich habe noch zu tun. Nach dem Gespräch war der Tag für Nick gerettet. Colin konnte ihn mal kreuzweise. Er hatte einen Draht zu Emily gefunden. Und er hatte einen Vorwand, um sich nochmal bei ihr zu melden, sobald er mehr wusste. Colin war wieder da. Als wäre nichts gewesen, lehnte er an seinem Spind, grinste Nick ins Gesicht und warf seine Dreadlocks über die Schultern. Ich hatte die Halsentzündung meines Lebens, sagte er und deutete auf seinen Schal. Da war auch nichts mehr telefonieren. Totale Heiserkeit. Nick suchte nach der Lüge in Collins Gesicht, doch er wurde nicht fündig. Bethany ist ausgeflippt wie noch nie, sagte er. Warum hast du dich nicht krank gemeldet? Ach, mir ging's echt dreckig. Der Alte soll es nicht so haben. Nick wählte seine nächsten Worte mit Vorsicht. Muss echt ansteckend sein, deine Krankheit. Vorgestern waren wir nur 8 Leute. Ein absoluter Minusrekord. Wenn Colin erstaunt war, zeigte er es nicht. Kann auch mal vorkommen. Jerome hat auch gefehlt. Es war nur ein winziges Zucken seiner Augenlider, das Collins plötzlich gewecktes Interesse verriet. Sofort hakte Nick nach. Apropos Jerome, sag mal, was war das, was du ihm letztens gegeben hast? Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Das neue Album von Linkin Park. Sorry, ich weiß, dir soll ich es auch kopieren. Kriegst du es bis morgen, okay? Damit knallte er seine Spinntür zu, klemmte sich die Mathebücher unter den Arm und sah Nick auffordernd an. Na, können wir? Mit einem Ruck schüttete Nick die Starre ab, in die Collins Erklärung ihn versetzt hatte. Linkin Park? Bildet er sich all den Verschwörungskram nur ein? Was, wenn seine Fantasie ihm einen Streich spielt und eine Grippewelle die Ursache für die fehlenden Schüler war? So viele waren es bei näherer Betrachtung eigentlich gar nicht. Nick zählte schnell durch, als er kurz vor dem Leuten die Klasse betrat. Heckeschwester 2 fehlte. Außerdem Jerome, Helen und der stille Greg. Die anderen lümmelten mehr oder weniger verschlafen in den Bänken herum. Okay, dachte Nick. Dann habe ich mir das eben alles eingebildet. Kein großes Geheimnis. Nur Linkin Park. Er grinste über sich selbst und drehte sich zu Colin, um ihm Bethanys gestrigen Wutanfall zu schildern. Doch Colin beachtete ihn nicht. Er sah konzentriert zu Dan hinüber, der an seinem Stammplatz beim Fenster stand. Dan hielt, halb von seinem Bauch verdeckt, 4 Finger hoch. Colin hob anerkennend die Augenbrauen und streckte 3 Finger aus.
Nicks Blick schoss zwischen den beiden hin und her. Doch bevor sich eine Möglichkeit ergab, Colin zu fragen, was hinter diesen Fingerzeichen steckte, betrat Mr. Fornary die Klasse. Er schlug ihnen eine Stunde lang derart heftige mathematische Probleme um die Ohren, dass Nick am Ende keine Zeit mehr hatte, an so simple Dinge wie drei oder vier ausgestreckte Finger zu denken.